Hallo, liebe Freunde der Malerei. Heute möchte ich euch mal mitnehmen auf einen Ausflug in grob gemalte Landschaften. Das ist ein ganz einfaches Thema. Wir benutzen da keine feinen kleinen Pinsel. Wir gehen relativ grob ran und ihr werdet sehen, wie schnell tolle Effekte entstehen bei so einer Art der Malerei. Und es ist wirklich leicht umzusetzen, auch für den Einsteiger kein Problem. Und schaut mir einfach mal über die Schulter. Als erstes brauchen wir unsere Vorzeichnung und Aufteilung vom Bild. Ich benutze dazu einen Wachskreidestift, Aquarell vermalbar. Hier in dem Fall ist es Jackson Aquarell. Und setze erstmal eine Horizontlinie. Einfach nur einen zarten Strich rüber, horizontal. So, der muss gar nicht so genau sein. Damit habe ich immer einen Anhaltspunkt im Bild, also ganz wichtig. Setzt einfach mal eine Linie und dann wisst ihr, die Berge gehen darüber und gehen noch unter der Linie so weit weg. Und jetzt fange ich an, den Hintergrund, ich lasse da hinten mal einen Bergrücken rüberlaufen. So, das ist also jetzt ein Bergrücken, der hier rüberläuft. Von der anderen Seite lasse ich einen Wald reinstehen, der hier ausläuft im Tal, so, ganz grob, muss also gar nicht so genau sein. Die meisten gehen hin und versuchen da kleine Details zu machen, spielt noch gar keine Rolle. Der läuft da aus. Jetzt haben wir also hier schon mal das Ende eines Tals. Hier von der Seite lassen wir nachher Bäume reinkommen, die das Tal hier nochmal begrenzen. Man sieht, so ein ganz grober, wackeliger Strich, muss nicht exakt sein. So, jetzt haben wir hier so eine Kurve im Tal drin. Diese Baumreihe, die muss nach unten unter unserer Horizontlinie noch ein bisschen rauskommen. Die läuft hier auch ins Tal rein und schon haben wir die Richtung. Hier lassen wir noch Flüsschen, Bächen entstehen. Erstmal da, dass da vielleicht ein bisschen höher steht, näher bei uns. So. Dahin. Bringen hier noch einen Fluss dazu oder einen kleinen Bach. Wir können uns hier entscheiden, wie weit wir in den Vordergrund kommen. Je mehr wir in den Vordergrund kommen, umso größer müssen natürlich auch dann die Bäume werden. Ich mache es jetzt hier mal ein bisschen größer. Und hier ein paar überstehende Böschung. So. Ihr seht, ganz, ganz schnell und grob vorgemalt, also noch nicht detailverliebt. Das machen wir nachher mit unserer Farbe. Wir brauchen nur Anhaltspunkte, wie wir die Tiefen ausarbeiten. Wir haben den Himmel, wir haben die Berge im Hintergrund. Wir haben diese Waldreihe. Ihr seht, ich arbeite immer von hinten nach vorn. Himmel zuerst, dann dieser Hintergrund, dann diese Ebene hier. Und hier können wir relativ dunkel aufsetzen. Nachher mal ein bisschen Licht ausarbeiten. Das sind die Bäume, die im Vordergrund stehen. Und jetzt gehen wir schon an die Farbe ran. Für den Himmel und den hinteren Berg habe ich mir schon mal die Farbe zusammengestellt. Hier habe ich ein Königsblau, etwas Weiß, etwas Pinsgrau und etwas Grün. Wir fangen mal mit dem Himmel an. Ich nehme ein bisschen Weiß und ein bisschen Königsblau auf meinen Pinsel auf und gehe mit einem groben Strich rein. Also jetzt hier in diesem Fall nicht so glatt. Ich nehme ein bisschen Weiß,
arbeite die ganze Geschichte in à la prima aus, lass die Farbnuancen auf der Leinwand entstehen. So, das bedeutet à la prima, dass die Farbe nicht vorher auf der Palette gemischt wird, sondern durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Farben auf der Leinwand entsteht. Ihr seht, es ist ein relativ kurzer Strich und so spielen wir den Himmel aus, nass in nass. Also es bedeutet nicht mehr Wasser zu nehmen, sondern flott durchzuarbeiten, bevor die Farbe antrocknet und noch genügend Feuchtigkeit hat, dass es sich untermalt, gegenseitig neue Farbnuancen entstehen lässt. Wir brauchen gar nicht so lange warten, dass das hier antrocknet. Wir können gleich, wenn wir den Himmel fertig haben, soweit weitermachen mit den Bergrücken hier rüber. Der zieht sich also bis da rein. Da können wir drüber gehen, weil die Bäume, die werden extra aufgesetzt. Fangen wir an mit dem Bergrücken im Hintergrund. Ich nehme jetzt ein bisschen Pinsgrau, ganz wenig. Kombiniert das mit ein bisschen Weiß. Das wissen wir ja selber, dass je weiter etwas weg ist, umso weniger Farbinformation habe ich. Ihr seht, ich nehme das hier schön auf, habe da so einen dunklen graublauen Ton. Setze den einfach nur mal an, ziehe den mal nach unten, beurteile, habe ich hier genügend Kontrast. So, ziehe den hier rüber. Und lass das einfach nur mal ganz glatt dran stehen. So, noch ein bisschen vielleicht heller. Ihr seht, ich gehe über meine Vorzeichnung drüber. Hab hier weit im Hintergrund jetzt die Berge, die das Tal begrenzen. Hier rüber mache ich etwas sehr Dunkles. Das ist jetzt hier ein bisschen Permanentgrün mit Pinsgrau zusammen, so ein fast Schwarzgrün. Orientiere mich mit der Schmalseite des Pinsels, also jetzt nicht breit arbeiten, sondern sehr schmal, einfach mal da in dieses Tal und lass hier den Wald entstehen, der hier hinten steht, und nicht der Breite nachstreichen, schön den Pinsel mit der Schmalseite über den Horizont drüber, und wir begrenzen das Ganze sehr schön damit. Bringen erstmal Tiefe, Lichter werden später aufgesetzt. Hier brauchen wir die Strukturen für die Bäume. Je weiter wir nach drüben kommen, umso strukturierter muss das Ganze werden, weil es näher zum Betrachter rückt. Wir sehen später mehr Details. Deshalb können wir das hier so ein bisschen schöner ausarbeiten. Nicht alle gleich hoch wie Telegrafenmasten, ein bisschen unterschiedlich in der Höhe arbeiten. Das ist also hier wichtig, damit der Gesamteindruck nachher stimmt. Ja, rein.
hoch und spiele hier ein bisschen in den Varianten, nehme wieder ein bisschen Grün auf, dass das auch ein bisschen reinkommt. Hier vorne ein bisschen mehr Grün dazu, weil wir hier mehr Farbinformationen bekommen. Je näher wir beim Betrachter sind, umso mehr Farbinformationen muss man wiedergeben. Geben hier noch ein bisschen Grün, aber nicht zu hell, weil wir malen erstmal die ganzen Schattenbereiche im Wald und sind wir selber im Wald, haben wir es relativ dunkel, also da nicht zu hell werden auf der Seite. Ja. Wenn es ein bisschen zu hell ist, einfach nochmal ein bisschen Pilzkraut dazu. Hier läuft diese Kante halb schräg weg zum Betrachter hin. Wir sind jetzt gerade nur bei der Untermalung. Untermalung bedeutet, wir geben die Grundstruktur der Farbigkeit vor. Wir können das, hätten das auch nur mit Schwarz machen können. Das wäre also auch eine Möglichkeit gewesen. Aber Schwarz und Grautöne. Aber ich möchte hier schon in die Richtung gehen, wo alles stattfindet. Hier unten drunter gebe ich mal mit der Breitseite vom Pinsel noch ein bisschen Grün zu, lass das hier mal stehen. Nun wende ich mich dem Fluss zu. Der Fluss ist wiederum begrenzt durch die Wiesen, durch diesen Wald, auch die Uferböschung hier. Also muss ich den zuerst bringen, weil ja nachher unter Umständen hier noch Ausläufer von der Wiese reinstehen in den Bach oder Fluss. Und deshalb muss ich jetzt erstmal mich entscheiden, woher kommt genau das Licht. Ich lasse das Licht hier reinscheinen von der Seite, also von rechts nach links. Dadurch wird das hier nachher alles ein bisschen strukturierter und heller. Das hier bleibt mehr im Schatten stehen, diese Seite. Wenn das Licht von hier kommt, dann wirft der Wald hier einen Schatten nach unten auf die Wiese. Also kann ich das hier schon ein bisschen so dreckig untermalen. Da können Sie jede Restfarbe nehmen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Grün mit Pinsgrau auf dem Pinsel. Einfach so ein bisschen runterziehen und das unterstützt nachher die Schattenseite. Nun habe ich wieder einen Farbwechsel. Ich habe jetzt Cadmiumgelb und ein bisschen Phthalo-Blau aufgenommen. Nehme dieses Phthalo-Blau, was sehr leuchtend ist, für diesen Fluss, aber gebe hier noch ein bisschen Pinsgrau dazu und bekomme hier jetzt ein sehr dunkles Blau. Diese Richtung erstmal festgelegt, da hinten geht er um die Ecke rum. Erstmal ein senkrechter Strich, das hier ist relativ glatt, Wasser, könnt ihr erstmal relativ glatt ausarbeiten. Hier nochmal ein bisschen Pinsgrau dazu, um noch mehr Tiefe zu bekommen. Unten hin immer dunkler werden, da noch ein bisschen mehr Tiefe. Ihr seht, ich bin da relativ ungenau in der Führung an der Kante. Das wird alles nachher mit der Uferböschung übermalt. Da kann man also richtig großzügig rangehen, flotter Strich langziehen. So, ein bisschen die Kante.
Auch das Licht ins Wasser können wir jetzt schon einfließen lassen. Wir haben den Himmel, der muss sich im unteren Bereich etwas spiegeln. Da gehen wir hin, nehmen ein bisschen Weiß auf und ziehen das richtig schön ein bisschen glatt. Jetzt hier ein waagrechter Strich. Nochmal ein bisschen Weiß in die noch feuchte Farbe, à la Prima rein und lang rausziehen. Hier einfach mal so rüber. Wenn wir da noch ein bisschen Licht reinkommen, spielt hier von der Genauigkeit noch gar keine große Rolle. So, rein damit und des Flusses. Jetzt gehe ich an diese Uferseite und bring einfach auf meinen noch schmutzigen Pinsel etwas Cadmiumgelb auf und lasse das hier auch mal entstehen, dass ich sage, komm, hier. Diese Uferseite muss auch zu sein. Einfach Cadmiumgelb. Wenn der Pinsel nicht mehr so viel Dreck drin hat, nehme ich noch ein bisschen Penska und ein bisschen Grün auf und spiele das hier einfach mal so nach unten weg. Lass das teilweise bis ins Wasser reinlaufen. Wir haben ja nicht unbedingt jetzt einen Kanal. Das soll so ein natürlicher Bachlauf geben. Deshalb nicht da an der Kante aufhören, reinlaufen lassen. So, dass das Ganze auch ein bisschen unterbrochen wird. Hier richtig schön rein den Übergang zum Wald, zum Schatten vom Wald. Durch das Cadmiumgelb bleibt der Schatten uns erhalten. Halbblasierender Ton, der nicht deckt und grober Strich. Also es ist gar nicht so unproblematisch am Anfang, diese Technik zu übernehmen, weil man lernen muss, wegzulassen. Weglassen ist es bei vielen Maltechniken das A und O. Und gerade bei so einer Grobmalerei ist es noch wichtiger, bestimmte Dinge einfach zu ignorieren. Hier geht es um den Gesamteindruck des Bildes und man sieht, wie schnell und flott schon etwas entstanden ist. Also wirklich so 20 Minuten hat man da schon die ersten Anhaltspunkte, wie nachher das Gesamtwerk rauskommt. Wir haben gesagt, das Licht kommt von hier rüber. Ist diese Seite, ist beleuchtet, das wird ein ganz helles Grün, Mischung, Permanentgrün mit Cadmiumgelb, ein bisschen zu viel Cadmiumgelb, nehme ich à la Prima wieder etwas hier auf, lasse das hier alles ein bisschen über die Kante rauslaufen. In den Bachlauf auch rein, noch vielleicht ein bisschen Grün hier, ein bisschen mehr Farbinformation. Und gleich schon ein bisschen Spiegelung von den in der Wiese in den Bachlauf rein, ziehe ich einfach so ein bisschen runter und schon habe ich ein bisschen Spiegelung drin im Bachlauf. Hier Unterkante auch ein bisschen, hier auch. Ist aber noch nicht so wichtig. Man kann es, muss man aber nicht. Nun habe ich hier diesen Wald, ich mache da gar keine Pause, arbeite gleich diesen Wald mit purem Pinsgrau aus. Und bring nur mal Schatten.
Der ist sehr, später sehr farbintensiv an den Kanten. Deshalb brauche ich hier relativ viel Schatten erstmal. Man kann das also mit der Schmalseite vom Pinsel sehr schön aufbringen. Was nicht stimmt, einfach ein bisschen Schatten noch dazu. Ihr seht, graublauer Ton, hier der ist ein bisschen intensiver und hier wird er ganz tief. Also je weiter ihr nach vorne kommt, umso intensiver muss diese Farbführung werden. Da hinten, da verschluckt die Atmosphäre die Farbinformation und hier brauche ich die Farben kräftig leuchtend nachher. Deshalb benutze ich auch hier schon beim Pinsgrau diesen Farbton sehr rein. Zu Pinsgrau ist zu sagen, betrachtet euer Pinsgrau beim Kauf ganz genau. Das eine Pinsgrau, das hat einen Weißanteil drin, das ist also schon in diese Richtung tendierend. Wir wollen ein pures Pinsgrau, ich benutze jetzt hier Aquatec, sehr schönes pures Pinsgrau, hat Schminke, aber unter der Fluid-Serie und die Firma Amsterdam hat auch ein sehr schönes Pinsgrau, so wie Lukas bei der Acrylfarbe. Und die haben also sehr reine Töne, ohne Weißanteil. Passt also immer auf beim Kauf, nicht ein Pinsgrau mit schon rein unter Mischung drin. Hier kann man schon ein bisschen Schatten ansetzen. Also das geht. Pinsgrau ist ein sehr, sehr angenehmer Farbton, den man sehr individuell auch vermalen kann. Und der viel mehr Freiheit gibt. Also viele gehen hin und benutzen Schwarz. Schwarz ist, sage ich immer, der Tod vom Bild. Da kann man mal so ganz dunkle Tiefen reinbringen, aber zurückhalten bei Schwarz. Also Schwarz ist nicht unbedingt das Nonplusultra. Pinsgrau ist viel, viel angenehmer. Und so haben wir jetzt schon mal die ersten Untermalung gemacht und jetzt geht es ans Detail. So, ihr seht, es ist relativ flott und man sieht schon, was es werden soll. Jetzt gehe ich an das Ausarbeiten der Wolken und nehme nur ein bisschen pures Titanweiß auf. Hier so auf einen Flachpinsel, so ungefähr einen Zentimeter Durchmesser und lasst die Wolkenstrukturen entstehen. Ihr seht, einfach da was drauf angesetzt. Wir sind in der groben Malerei, nicht anfangen da hin und her zu wischen. Nur die Lichtreflexe auf die Kanten der Wolken bringen. Und dann werden die schön strukturiert. So modellieren wir unser Wolken aus. Ich brauche mal ein bisschen Weiß. Ich lasse jetzt hier wirklich die Schatten mal weg in diesem Bild, dass ich die Wolken unten drunter an der Unterkante nicht zu dunkel mache. Einfach nur diesen Blauton als leichten Schatten stehen lassen und hier die Oberkante ein bisschen antupfen. Hier größere Wolke rein im Hintergrund, ansetzen, Pinsel flach drüber. Im Prinzip bescheiße ich nur das Auge, ich male im Prinzip keine Wolken, ich mache hier ein fleckiges Gebilde mit Licht.
Und das Gehirn sagt dem Betrachter sofort, ach guck, Wolken. Ja, lassen Sie ein bisschen Spielraum dem Betrachter. Und dann wird sowas relativ leicht. So. Jetzt haben wir hier diesen Bergrücken hinten, den machen wir auch noch mal ein bisschen detaillierter. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Painsgrau, weiß, also im Prinzip den gleichen Ton auf, den ich für den Berg benutzt habe, und bringe hier noch ein bisschen Struktur rein. Da kann ich auch in die Bäume nach unten drüber kommen. Da ich Weißanteil drin habe, decke ich hier schon den Übergang schön ab und lasse hier ein bisschen Struktur in die Wälder im Hintergrund kommen. Aber kein Grün dazu, das ist so weit weg, das interessiert uns erstmal gar nicht. Hier, da kann man ein bisschen spielen. Das Licht kommt von der Seite, da kann man vielleicht auch ein bisschen was Grünliches doch zugeben. Hier. Das Schöne an der Malerei, dass man sich nicht erstmal grundlegend auf das Bild verständigen muss. Man kann im Nachhinein immer noch ein bisschen Änderung reinbringen. So. Meinen Sie das immer so, wie Sie es fühlen? David Caspar Friedrich hat mal gesagt, als er selbst sein Steingebirge gemalt hat und die Dresdner haben sich aufgeregt, wie dramatisch er das malt, hat er gesagt, so habe ich es gefühlt. Meinen Sie immer, wie Sie diesen Eindruck fühlen, wie diese Landschaft auf Sie wirkt? Es gibt Landschaften, die sind toll, aber nicht dramatisch genug für einen Betrachter. Und deshalb gehen viele Künstler hin und bringen noch dramatische Elemente rein oder Sie nehmen dramatische Elemente raus, damit das Bild ein bisschen ruhiger wird und nicht zu aufbrausend. Also ich sag mal, es gibt bestimmte Ecken in der Welt beim Malen, wo Sie sagen, wenn Sie das malen, dann müssen Sie was rausnehmen. Bei anderen müssen Sie was zugeben, damit die Optik für den Betrachter stimmig ist. Hier bringe ich nur ein bisschen Licht rein, gar nicht so viel. Hier. Das war jetzt ein bisschen zu viel vom Pinsgrau. Nehmen wir ein bisschen Gelb auf und lasse das hier auf der Leinwand stehen. Hier bringe ich einen zweiten Bergrücken rein, der darf ein bisschen Schattierung haben. Hier grenzt das Ganze wieder ein bisschen. Der ist weiter hinten, bringe aber das alles auch noch dazu. Und schon haben wir diese Kante. Ja, und soweit mal fertig. Betrachten Sie das wie ein Stückchen Ton, was Sie Stück für Stück rausmodellieren. So, jetzt gehen wir an die Details. Ich habe hier, die Leinwand ist jetzt trocken und ich kann anfangen, über diese Kante die ersten Details einzuarbeiten. Ich bringe da erstmal ein paar Baumstämme rein, da nehme ich ein bisschen lichten Ocker, ein bisschen Painsgrau dazu. So, Flachpinsel glatt links und rechts abziehen, dann ist der ganz schmal wie eine Rasierklinge. Da kann man also wirklich schon so ein paar Stämme, die Lichtkanten reinziehen. So, das muss also gar nicht so viel sein. Das ist so weit weg. Das darf auch nur ganz zart rüberkommen. So. Weglassen ist hier das A und O an dieser Geschichte. Also ich bringe da nur noch so ein paar Kleider rein.
interessiert keinen. Alles, was weit weg ist, kann man ruhig nur andeuten. Nicht zu viele Details. Muss also jetzt nicht übertrieben werden hier. Das hier drin. Danke. War gerade beim Drehen. Und wenn man das hat, dann gehen wir hin und bringen noch ein bisschen Tiefe dazu an diese Bereiche. Ein paar dunkle noch zwischendrin, weil der Wald ja sehr tief ist und wir hier nur noch so ein paar Schatten durchsehen. Das kann man ruhig hier mal so reinbringen. Einfach ein paar Striche. Hier vorne kann man auch schon mal ein bisschen die Lichtkanten der Bäume anziehen. Auch hier wieder den lichten Ocker. Ich versuche das jetzt hier mit so wenig wie möglich an unterschiedlichen Farben zu machen, dass man auch mal sieht, dass man nicht 100.000 Farbtöne braucht, um ein schönes Bild zu malen. Erstmal von unten. Kann man auch ein bisschen Weiß zu geben, wenn man hier nicht eine Deckung bekommt. Einfach nochmal so hoch. Und schon bekommen wir hier genügend Licht rein für die Stämme. Mal aufsetzen, hoch und dort vielleicht noch einen Ast weggehen lassen. Und schon haben wir hier jetzt die Stämme drin. Hier hinten hat man viel mehr weggelassen. Hier vorne, da sieht man ein bisschen mehr feine Verästelung. Und nun gehen wir ans Licht im Laub und in Baumkronen. Und das geht dann relativ schnell. Wir wechseln dazu den Pinsel. Wir benutzen jetzt einen Fächerpinsel, Borste. Ganz wichtig, Borste. Borste bringt Struktur. Nicht zu lang, Sie sehen, der ist relativ kurz. Und dann fangen wir mal an, etwas Licht aufzusetzen. Ich nehme jetzt Permanentgrün, etwas Cadmiumgelb, ein bisschen Weiß zu, um den Ton ein bisschen stumpfer zu machen, nicht so extrem. So, und fange ich mal auf der Seite an, zur lichthingewandten Seite. Man sieht, ich halte den Pinsel nicht, streich nicht, ich tupfe ihn gerade runter und achte darauf, dass das so ganz zarte, wie so aufgebauschte Röckchen gibt. Und relativ flott durchziehen. Kann man hier beliebig wieder was reinbringen. Und so bauen wir das Ganze auf. Was Helles. Das darf ruhig ein bisschen rosieren. Und dann bekommt man langsam diese Bäume hin. Dass der da ein bisschen weiter reinreicht. Da noch ein bisschen was. Man sieht, wie schnell sich dann
diese Bäume herausarbeiten, ohne dass man großartig viel Baum gemalt hat. Das ist ja nur ein Licht- und Schattenspiel. Das Ganze macht man auch hier hinten. Licht haben wir ja gesagt, von der Seite rein. Also muss ich diese Seiten der Bäume ein bisschen aufhellen, dass von der Seite ein bisschen dagegen kommt, aber nicht so heftig. Das also darf nur ein bisschen angedeutet werden, dass da ein bisschen Licht drauf ist. Über die Oberkante des Waldes, da hinten auch ein bisschen was drüber. Einfach ganz zart angetupft, ohne großartig auf Details zu achten. So, hier auch noch ein bisschen. So, jetzt haben wir das hier rein. Vielleicht noch ein bisschen gelb ran, jetzt ein bisschen ruhiger hier hinten. So, jetzt haben wir hier die Wiesenkante. Wir haben ja den Schatten reingezogen, weil das Licht ja von oben reinkommt. Müssen wir jetzt hier mit dem Fächerpinsel Cadmium gelb, weiß, bringen wir ein bisschen Licht rein. Dass wir hier hinten im Tal ein bisschen mehr Licht stehen. Gar keine Details ranbringen, ganz wichtig, kann man den Finger manchmal auch noch ein bisschen nachreiben, dann verschwimmt es mehr mit dem Hintergrund. Jetzt bringen wir hier noch eine Grasnarbe, einfach über die Grasnarbe, die hier runter geht bis an den Bach, so runterziehen, dadurch bekommen wir wieder Tiefe. So, die nächste Grasnarbe, die läuft vielleicht von hier. Oben und lass mal hier mal einfach nur mal gegen den Strich ein bisschen den Pinsel spielen und schon einmal Struktur drin. Hier darf man es ruhig ein bisschen verwischen, weil hier haben wir ja den Schatten vom Wald, der sich da ein bisschen reinzieht. Nochmal wieder Cadmium gelb weiß, ganz wichtig. Nicht zu viel vom Weiß dazu. Nach vorne, wir brauchen nach vorne etwas mehr Strukturen in der Bindigkeit und mehr Farbfülle. Man sieht dahin, es ist ein hoher Weißanteil hier vorne. Wird der Gelbanteil höher, damit wir hier mehr Leuchtkraft drin haben. So, die andere Uferseite auch noch. Ein bisschen Weiß zum Gelb. Grün dazugeben. Also da kann man schon ein bisschen spielen damit. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt wenden wir uns nochmal unserem Bächlein zu. Und dazu nehme ich auch einen Fächerpinsel. Aber bevor ich jetzt hier ans Wasser rangehe, bringe ich noch ein bisschen was ans Ufer. Wir haben hier eine Uferböschung und brauche hier noch ein bisschen Ocker. Da ein bisschen was rein. Hier vielleicht
Ach, ist vielleicht nicht so tief. So, dann hier noch ein bisschen Ocker dazu ran. Hier in dieser Kante entlang, wo diese Grasnarbe ins Wasser geht. Hier ein bisschen durchs Wasser auf den Boden blicken. Also nicht alles nur blau. Und da hinten. Dann kann es ein bisschen so weglaufen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Waagrecht an der Unterkante entlang. Ganz wichtig, nicht nach oben weg, sondern nur das, was zu mir her zeigt, an der Unterkante ein bisschen Dreck und Erde ranbringen. Hier lasse ich dann so ganz leicht drüber gehen. Dann hole ich mir noch mal ein bisschen was Dunkleres, nehme noch mal ein bisschen Pinsgrau. Nehme an dieses Pinsgrau ein bisschen Ocker ran, habe dann so einen ganz dreckigen Umbraton. Und das hier auch noch so ein bisschen als Schatten rein. Sieht, wir gewinnen dadurch wieder ein bisschen Tiefe. Wir haben ja das Licht von der Seite, also können wir hier ruhig noch ein bisschen Tiefe gewinnen. Nach unten ausstreichen in die Wasserfläche rein. Ja, ja. So. Dass hier viel mehr Struktur bekommt. Ja, auch ein bisschen was. So. Und da. Schatten vom Wald, einfach den dreckigen Pinsel ein bisschen abreiben und dann bekommen wir schon die Struktur rein. Jetzt, wie wir ja gesagt, wir gehen an die Wasserfläche. Wir müssen nochmal die Wolkigkeit, die sich hier drin widerspiegeln muss, im unteren Teil, die müssen wir noch reinbringen nochmal. Da haben wir ja vorhin schon ein bisschen Weiß reingezogen. Pinsel sauber machen. Nehmt da ein bisschen Talon, ein bisschen Königsblau auf. So, und nehmt gut Weiß dazu. Richtig gut Weiß. Das muss ein bisschen leuchten. Hier, das ist also hier ein bisschen eine Nuance dunkler, aber das muss hier einfach nur mal so ein bisschen verwischt rüberlaufen. Der muss sich da widerspiegeln. Hier das Licht im Wasser. Nun brauchen wir eine ganz wichtige Kante. Das Wasser ist ja in Bewegung und wir müssen das Ufer vom Wasser trennen. Dann nehme ich noch mal ein bisschen Weiß auf und bringe einfach nur ein bisschen Lebendigkeit da rein. Da braucht man gar nicht viel, das sind Tropfen. Von beiden Seiten aufnehmen auf den Pinsel. Dadurch wird der Pinsel, dieser Flachpinsel, dieser kleine, wieder scharfkantig. Jetzt müssen wir uns mal festlegen, wo. Da hinten kann man ein bisschen rausschieben. Hier ist die Unterkante. An der Unterkante bricht sich das Wasser ein bisschen. Lassen wir hier an der Unterkante auch was. Einfach so ein paar Striche.
Wenn es hier vielleicht ein bisschen mehr Fließgeschwindigkeit hat, kann man das ja ein bisschen rausstreichen. In verschiedene Richtungen hier weg. Das muss eigentlich. Und gleich dahin brauche ich ja keine detaillierten Dinge. Hier. Und schon beginnt er zu fließen. Das ist also ganz lässig. Waagrecht hier Unterkante, da sieht man es vielleicht noch eine Nummer besser. Hier sehen wir die Unterkante und da bringen wir einfach ein bisschen Weiß ran. So, gehen wir da mal ran. Lola, so ganz zart auslaufen, fertig. Und schon haben wir den Bach vom Land getrennt. Hier drüben auch ein bisschen was. Ja, muss gar nicht so genau sein. Mal auch ein bisschen nach unten wieder ziehen und so bekommen wir diese Lichtschlieren rein in dieses Gewässer und damit auch Bewegung und das arbeite ich jetzt mal aus und dann gehen wir noch ein paar kleine Details ran. Das, was ich jetzt mache, ist hier einfach nur ganz verdünnt ein bisschen Cadmiumgelb drauflegen, damit erhöhe ich die Leuchtkraft. Man sieht es hier gleich, das ist eine Lasur, die ganz sanft drüber gelegt wird, also die Farbe gut mit Wasser verdünnen, das darf nur ein Hauch sein und damit bekommt man eine ganz andere Leuchtkraft ins Bild rein. Kann man hier über die Grasflächen drüber gehen, dann leuchten die noch ein bisschen mehr, auch über diese Bereiche hier. Also nicht dick, fast hohes Zumalen. Ja, Sie sehen, die Leuchtkraft erhöht sich. Ich mache das gern mal auch mit Indischgelb in ein Bild, was langweilig wirkt, ein bisschen zu stumpf rüberkommt. Eine ganz dünne Schicht Indischgelb über ein Landschaftsbild, also nicht über den Himmel, aber über das ganze Land drüber. Und schon hat man hier ganz andere Leuchtkraft drin im Bild. Und das geht relativ flott. Auch noch ein bisschen was hier ins Wasser rein. Spiegelung ganz minimal nur. Muss gar nicht so extrem sein. So einen Hauch drüber legen. Man sieht, urplötzlich spiegelt sich schöner. Das ist also so wenig, dass das Pinsel kaum sichtbar ist. Und auf der anderen Seite wiederholen wir das gleiche. Ein rosarot hier. Senkrecht runter. Ein bisschen querreiben. Macht man ein Bild viel lebendiger. Jetzt kommen noch ein paar Gräser im vorderen Bereich, die werden ein bisschen strukturierter ausgearbeitet. Wieder Fächer, Pinsel, ganz wichtig. Feuchtigkeit gut rausnehmen aus dem Pinsel, der darf ruhig ganz weit auseinander gespreizt sein, man sieht es. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen Ocker mit Weiß Kombination, ruhig so ein paar Kontraste haben, gegen den Strich arbeiten und schon bekommt man hier Uferkante, so ein paar Gräser überstehen. Hier genau das gleiche. Braucht man gar nicht viel. Das ist jetzt hier nur zum Zeigen, wie einfach so ein Aufbau ist. Oh, das war hier schon zu viel, da muss ich dann mit ein bisschen Ocker gegengehen. Und bring da auch noch ein bisschen Grün rein. So, da hinten noch ein bisschen was. Hier auch. So.
und sagt, ja, es ist an manchen Stellen ein bisschen zu hell geworden, dann kann man ruhig hier, das ist das Schöne ja bei Acryl, dass man gleich sagen kann, komm, bring da noch ein bisschen Schatten hin, hier von der Seite auch noch ein bisschen Schatten und dann hat sich das eigentlich. Muss auch noch ein bisschen, teilweise ein bisschen zu hell, immer auch noch ein bisschen was im Schatten runter. So. So, nur zum Zeigen war das jetzt hier eine ganz schnelle Sache und man kann das noch ausarbeiten, wie man will. Man kann da ein bisschen mehr Details reinbringen. Ich habe das nur mal so als Grundschema für den Aufbau gezeigt. Und ich denke, das ist alles sehr schön nachvollziehbar. Und für den Einsteiger, auch für denjenigen, der schon länger malt, eine tolle Technik, mit einem groben Pinsel ranzugehen, mit wenig Farbtöne. Wir haben benutzt Phthalo-Blau, Königsblau-Weiß, Cadmium-Gelb, Permanentgrün und ein bisschen lichten Ocker. Also ist ganz, ganz wenig unterschiedliche Farben. Und Sie sehen, wie weit, wenn man in Ala Prima arbeitet, Farbe nass arbeitet, wie weit das Farbspektrum geht. Viel Spaß beim Nachmalen und bis zum nächsten Mal.